zahlreich erschienen seid. Hier ist es so, dass ich viele Stammkunden sehe, auf meiner linken Seite, auf der rechten Seite. Da sehe ich auch eine gute Gruppe, die ich auch kenne, genau. Den jungen Mann hier, den müsst ihr euch sowieso merken hier nachher, der mit der Brille hier vorne jetzt nach unten guckt. Ja. Da könnt ihr was erleben. Herzlich willkommen zu unserem Dorffest. Als erstes den Einstand hatte gemacht, unser Spielmannzug hier aus Golze unter der Leitung von Bernd Götze. Bernd, winkst du mal kurz, damit wir alle sehen, wer du bist. Ja. Die Jungs, jetzt darf ich ja nicht sagen, die Jungs, größtenteils sind ja Mädels dabei. Die Mädels und die Jungs werden uns nachher oder jetzt zum Abschied noch ein Lied darbieten. Ich weiß nicht welches, aber es ist ja auch ganz egal. Naja, die Kommunikation, die fehlt jetzt. Oder Bernd, müsst du mir zurufen, was spielst du jetzt? Wer spielt das Lied, verrate ich nicht. Hat er gesagt. So. Sie sehen aber, dass ich hier eine grüne Jacke anhabe. Das liegt daran, dass ich vom Würzburger Karnevalsclub komme. Und Sie sehen auch, dass hier noch einer mit einer grünen Jacke dasteht. Darf ich ihn auch jetzt kurz vorstellen oder komm mit hierher? Das ist der Bert Schepinski. Beifall! Ja. Und das ist der Wolfgang Göricke. Grüßen zu dürfen. Ja, es ist zur Tradition, dass wir dieses Dorffest, diesen Golzow-Tag, beginnen mit einer Andacht. Etwas zum Andenken, zum Nachdenken, zum Hören und auch zum Mitmachen. Und das alles tun wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Making us sing. There's nothing like a melody. He's making us sing. To take us where we long to be. He's making us sing, 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 for sing. The gift of song. Just when you thought. Auf, zum fröhlichen Jahr. Na denn. Lock 'em up tight, and let the good time roll.
Tja, liebe Frau Ackermann, sie hat das Lied ins Leben gerufen, sie hat den Text genommen von Herrn Ruhmland, hatte eine Idee zu Hause, hat eine Melodie gehabt zu Hause und hat mich gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann. Ja, ich sage, ich komme mal vorbei, hör mir das einfach an und fand das schön, fand das wunderschön. Es ist nicht eine schöne Melodie. Das Golsower Land, in dem wir leben, von dem Lehrer Herrn Ruhmland, der leider 2007 von uns gegangen ist. Ja. Und ihn wollte sie auch ehren damit. Und viele andere, die ihn ja auch kennen, nicht? Finden es bestimmt auch schön, dass wir jetzt auch Golsow ein eigenes Lied hat, was vielleicht auch so ein bisschen Ohrwurm ist, vielleicht auch öfter gesungen wird. Und deswegen nochmal herzlichen Dank und ich möchte es einfach nochmal drücken und ein Blümchen überreichen im Namen auch des Chores aus Golsow. So, bis 1757, er war Erbherr auf Golsow, preußischer General und Ritter des Schwarzen Adlerordens. Applaus bitte. Ja, und sein Enkel Rochus von Rocho, er lebte von 1762 bis 1828. Er war preußischer Leutnant, langjähriger Landrat des Kreises Sauche und später des Kreises Sauch-Belzig, insgesamt 28 Jahre. Applaus bitte. Ja, 28 Jahre ist eine lange Zeit, da kann sich unsere heutige Politik schon mal eine Scheibe abschneiden. Herr General, Herr Landrat, meine lieben Exzellenzen, wie fühlen Sie sich heute hier auf dem historischen Gelände Ihres Geschlechts? Ja, ich sage ihm, wahrlich, wahrlich historisch. Denn merke er sich, hier auf diesem Grund und Boden, hier begann die erfolgreiche, jahrhundertelange Geschichte unseres Geschlechtes auf Golsow. Ich erinnere an die Urkunde anno 1219. Darin steht, hier an dieser Stelle befand sich die Burg auf der Golsowe mit einem kleinen Ort umgeben. Ich sage ihm, das ist die Geburtsurkunde unseres Golsow. Aber auch die Handelsstraße aus dem Süden führte hier vorbei. Und vor allem der Postweg Nummer 11 von Potsdam nach Magdeburg. Herr Landrat, Sie lebten damals in einer Burg bzw. in einem Schloss. Man hört viel über die mangelnde Hygiene in dieser Zeit. Hatten Sie denn auch einen Pisspott? Entschuldigung, ich meine natürlich einen Nachtstuhl unterm Bett stehen. Aber selbstverständlich. Oder meint er denn, dass wir wirklich aus dem offenen Fenster uriniert haben? Er möge beruhigt sein. Unsere Kammerdiener übernahmen schon die Entsorgung. Ja. Und ich sage ihm, Klugscheißer, die Kammersurfe konnte es kaum erwarten, beim ersten Sonnenstrahl das Töpfchen hier in die Plane zu kippen. Nur um dem alten Müller Hake zu ärgern. Dieser Windbeutel hatte uns doch tatsächlich beim königlichen Kammergericht angezeigt wegen der Fischereirechte.
Herr General, Sie waren einer der Ersten, der in der Gruft unserer Kirche bestattet wurden. Sie haben als Erbherr die schöne Kirche erbauen lassen. War denn Ihr großer Gönner Friedrich II. Bei der Einweihung anwesend? Ich sage ihm ganz kurz, Majestät war nicht anwesend, aber zum Kirchenbau. Die alte Langschiffkirche wurde ja bekanntlich am Pfingstfeiertag 1733 durch Blitzschlag zerstört. 4 Tote, 40 schwer verletzte Gläubige. Wir als Patron hatten doch die Aufgabe, hier ein neues Gotteshaus zu errichten. Wir wollten etwas Schönes, etwas Einmaliges schaffen und nahmen uns zum Vorbild die Dreifaltigkeitskirche in Berlin, also eine oktogonale, eine achteckige Kirche. Durch meine langjährige Dienstzeit in der Armee des Soldatenkönigs hatte ich zu ihm ein besonderes Verhältnis. Und auf meinen Besuch hin stellte Majestät Friedrich Wilhelm I. aus dem königlichen Berliner Forst das erforderliche Bauholz bereit. Schöne Stämme, Eichen und Kiefern. Inzwischen war ja Friedrich II. Auf den preußischen Thron gekommen. Wir hatten die Kirche immer noch nicht angefangen. Also auch mein Besuch an Friedrich II. Brachte auf seinen Befehl einer Reichskollekte über 1200 Taler ein. Dann kam die Kirchengemeinde dazu und auch wir aus unserem Salär. Ich sage ihm, schon damals waren gebefreudige Sponsoren und Fördertöpfe durchaus notwendig. Herr General, apropos Friedrich II. Nun jährt sich ja in diesem Jahr der 300. Geburtstag seiner Majestät. Die große Ausstellung Friede Risiko findet im Potsdamer Neuen Palais statt. Sie sind ein wichtiger Zeitzeuge. In der Schlacht bei Rossbach führten Sie das Kürassierregiment Nummer 8 zum Sieg über überlegene Reichstruppen. Majestät zeichnete Sie dafür mit dem schwarzen Adlerorden aus, den Sie auch heute tragen. Ja, ich sage Ihnen, so war es. Wir standen einer überlegenen Streitmacht gegenüber. Aber der Sieg war durchaus nicht sicher. Aber mit dem Mut und dem Geschick unserer Preußen, besonders der Kavallerie, wendete sich das Blatt und wir trugen den Sieg davon. Er sagt es bereits, Majestät war wie immer bei seinen Soldaten. Und der Spruch, wenn der große Friedrich kommt und klopft sich auf die Hosen, läuft die ganze Reichsarmee davon und auch die Franzosen, hat nach wie vor Gültigkeit. Und ich sage ihm, der schwarze Adlerorden ist der Stolz eines jeden Militärs. Die Geschichtsschreibung betont immer wieder die eine preußische Tugend, die Sparsamkeit oder soll ich besser sagen, die Knauserigkeit. Herr Landrat, was sagen Sie dazu? Er muss wissen, als Landrat konnte man schon damals nur die Gelder ausgeben, die man auch zur Verfügung hatte. Aber frage er ruhig den hier anwesenden Amtsdirektor, Herrn Grossmann. Immerhin jedoch waren zu meiner Zeit noch Geld für den Unterhalt des alten Amtshauses, was Sie da drüben sehen, vorhanden. Das muss hier mal festgestellt werden. Herr Lampert, Sie wollten noch etwas sagen? Ja. Früher haben Mensch und Tier das notwendige Trinkwasser noch kostenlos aus dem Brunnen oder aus der Plane beziehen können. Wie man mir berichtet hat, kann sich der normale Bürger heute infolge steigender Kosten beim THZV bloß noch Wasser aus der Plastikflasche leisten. Und sogar das auf die Straße laufende Wasser, das auf die Straße laufende Regenwasser soll man jetzt sogar bezahlen sollen. So dreist war man zu meiner Zeit noch nicht. Meine Herren, der Grundherr, also der Patron, hatte die Gerichtsbarkeit inne. Er war sozusagen Herr über Leben und Tod. Ich sage nur Patrimonialgericht. Ja, dazu kann ich ihm sagen, auch wir hatten als Patrimonialgericht und wir hatten tüchtig zu tun. Ja, Diebstahl, Mehl aus der Mühle, Holz aus dem herrschaftlichen Forst, gebrochene Heiratsversprechen, Schnapsschmuggel, Schwarzbrennen,
und vor allen Dingen ungewollte Florationen. Herr Landrat, Deflorationen? Ja, in der Tat, eine delikate Angelegenheit. Kurz und bündig, die Schwängerung von Jungfrauen. Und das kam häufig vor? Was für eine Zeit. Und der Alkoholschmuggel? Ja, liest er denn keine Zeitung? Die Kerle suchten ihr Vergnügen bei der Maid und dann tauchten sie ab. Aber wir haben sie aufgespürt und ranbekommen. Jedenfalls häufiger als heute. Aber kurz zum Branntwein. Schaue er einmal. Unsere Kolonisten wurde seinerzeit auferlegt, ihren Bedarf aus den hiesigen Krügen zu beziehen. Doch nach deren Meinung war das Zeug ungenießbar und so erdreistete sich dieses Pack, sich beim König zu beschweren und bezog sogar heimlich den Sprit über die Grenze aus Sachsen. Wir kontrollierten daher stärker die Grenzen und Schmugglerwege und schon ging unsere Pappenheimer ins Netz. Aha. Herr General, Sie waren nah dran an Majestät. War er denn nun oder war er nicht? Ja, ich sage ihm, das ist ja die Frage. Stellen wir die doch viel deutlicher. War Majestät Friedrich II. Nun schwul oder war er es nicht? Im Hinblick auf den Griechen Sokrates, auch griechische Liebe genannt. Bekannt ist ja Majestäts Abneigung gegenüber dem weiblichen Wesen. Sogar gegenüber seiner zwangsangetrauten Ehefrau Elisabeth Christine von Braunschweig-Bebern. Aber auch seinen Offizieren verbot er die Heirat. Er war der Meinung, diese Kerle sollen ihr Glück mit dem Säbel machen und nicht in der Scheide. Ja, gucken wir uns heute um. Ein Schreiber links sagt, er war. Der andere sagt, er war es nicht. Der dritte denkt sich andere Hirngespinste aus. Aber betrachten wir die Sache mal ganz sachlich. Dieses Verhältnis gibt es doch heute auch noch. Gucken, und die Bildzeitung findet ja nichts dabei. Gucken wir uns doch die beiden Kanaillen Westerwelle und Wurbereit an. Griechische Liebe. Ja, liebe Gäste, das war's gewesen für den ersten Teil. Aber wir sind in unserem Gespräch noch einige Fragen.